Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe heute eine Summer Foundation Routine für euch. Und zwar ist meine Foundation Routine im Sommer ein bisschen anders als üblich, weil ich im Sommer nicht so gerne Foundation trage, beziehungsweise flüssig Foundation. Genau, das wollte ich euch heute so ein bisschen demonstrieren. Und falls ihr daran interessiert seid, dann bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Als allererstes ist wichtig, dass ihr eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Die meisten denken immer, beziehungsweise ich selber habe früher auch immer gedacht, ich lasse die Feuchtigkeitspflege weg, weil dadurch noch mehr Öl produziert wird. Im Gegenteil, ihr müsst eure Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sodass die Haut selber eben kein Öl produziert. Und ja, wenn ihr Mischhaut habt, dann benutzt ihr eben eine Feuchtigkeitspflege für Mischhaut. Habt ihr trockene Haut, dann trockene Haut für ölige Haut und so weiter. Ich habe mich jetzt schon eingecremt und zwar benutze ich ganz einfach so eine Bodylotion von Nivea. Die ist jetzt in dem Fall für trockene Haut und ja, die braucht echt nicht teuer sein. Die kostet, glaube ich, auch nur so um die 3 Euro. Ich gebe mir da einfach so eine winzige Menge auf die Handfläche und dann verteile ich das so ein bisschen über die Handfläche und gebe mir das einfach übers Gesicht und arbeite aber besonders hier an diesen Stellen, weil die relativ trocken sind bei mir und dann auch noch hier die Bäckchen so ein bisschen und ja, dann gebe ich mir das noch. Den Rest gebe ich mir dann sozusagen auf die Stirn, weil die T-Zone bei mir meistens so ein bisschen glänzt. Als nächstes trage ich mir das Fix Plus auf. Das sorgt nochmal für eine gewisse Frische, spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. Ich habe ja eine Mischhaut, die zu trockener Haut neigt. Und wenn ich morgens mein Gesicht wasche, ist die Haut so ein bisschen gereizt. Es bilden sich Rötungen, wenn ich mich nicht sofort eincreme. Deswegen gebe ich mir da auch immer das Fix Plus auf, um die Haut so ein bisschen zu beruhigen. Ich liebe den Geruch. Das lasse ich dann so ein bisschen einziehen. Genau, und klopfe das auch so ein bisschen in die Haut ein, dass es wirklich in die Poren hineindringt. Dann geht es weiter mit dem Primer. Und zwar benutze ich hier die Skin Refined Zone Treatment von MAC. Das sorgt einfach dafür, dass die Poren so ein bisschen verfeinert werden und dass die T-Zone eben nicht so schnell oder gar nicht ins Glänzen kommt. So, ihr müsst da wirklich vorsichtig sein, weil da meistens viel zu viel Produkt rauskommt. Da gebe ich mir so ein bisschen auf die Fingerspitze. Dann verteile ich das so ein bisschen und trage es dann auf. Also die Nase ganz wichtig, dann hier auf die Backen so ein bisschen. Und auf die Stirn. So, das soll man jetzt für 5 Minuten einziehen lassen. In der Zeit trage ich mir schon mal Concealer auf die Augen auf. Und zwar benutze ich hierfür den Pro Longwear Concealer von MAC in der Nummer NC45. So, das arbeite ich dann einfach in so tupfenden Bewegungen mit einem großflächigen Pinsel ein. Dann verblende ich das Ganze nochmal mit dem Beauty Blender, dass das Ganze ebenmäßig ausschaut. Und ja, das Ganze sette ich dann anschließend mit dem Baking Powder von Black Opal. So, die 5 Minuten müssten jetzt auch schon rum sein. Jetzt trage ich mir Concealer auf die Augenringe auf die Nase und so ein bisschen auf die Stirn. Ich mache den Beauty Blender meistens immer nass, weil ich so das Gefühl habe, dass das Produkt sich besser verblenden lässt und auch besser in die Haut einzieht.
So, bevor es ans Setten geht, gehe ich immer noch mal mit dem Beauty Blender drüber, um sicherzustellen, dass auch wirklich nichts in den Falten sitzt. Und dann sette ich das Ganze wieder mit dem Baking Powder von Black Opal. Ich werde nicht baken, wie gesagt, ich habe teilweise eine trockene Haut und dadurch kommen die trockenen Stellen immer in den Vorschein. Wie ich hier jetzt auch sehen kann, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber hier kommen die trockenen Stellen in den Vorschein. So, dann geht es auch schon weiter mit der Foundation. Und zwar benutze ich die Studio Fix Foundation vom MAC bzw. Powder Plus Foundation. Ich benutze hier die Nummer NB46. Falls ihr eine bisschen höhere Deckkraft haben möchtet, dann könnt ihr das mit dem Schwämmchen auftragen, das mitkommt. Ich benutze hierfür aber einen Foundation Pinsel. Und zwar ist der von Zoeva in der Nummer 107, wenn ich mich recht erinnere. So, konturieren werde ich mit einer Blush von MAC und zwar ist das in Swiss Chocolate und damit konturiere ich an den Wangen, an der Stirn so ein bisschen und die Nase nur ganz leicht, weil es ein sehr warmer Ton ist und ich nicht komplett gerötet ausschauen möchte. So, das war es auch schon mit meiner Sommer-Foundation-Routine. Ich hoffe, für den einen oder anderen war es interessant bzw. hilfreich, mal zu sehen, wie ich mich so im Sommer schminke. Wenn dem so ist, dann freue ich mich auf einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das nicht schon getan habt. Vergesst mir nicht, euer Feedback unten in den Kommentaren zu hinterlassen. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.